Gut. Ja, herzlich willkommen zurück bei Le Forest. Ja, sieht soweit wieder gut aus, ne? Die Basis. Ja. Das Ding hier. Ne, das kommt auch neu. Das ist nämlich auch beschädigt gewesen geworden. Ja, wer die letzten Folgen verfolgt hat, also jetzt nicht nur das Aufgerege in der letzten Folge, sondern besonders am Ende, vorletzte Folge, wurde hier ganz schön umgebaut. Ja, richtig. Wo wir von den eifrigen Ureinwohnern. Ja. Da haben sie extra den großen Bautrupp geschickt. Und daher, da müssen wir jetzt ein bisschen drauf reagieren. Wir hatten ja eigentlich vor, den Timer anzumachen. Hab ich. Und wir hatten ja eigentlich vor, ein paar Höhlenrunden zu machen und uns vorzubereiten auf die große, große Tour in die große, große Höhle. Aber, Quatsch, in das große, große Loch. Aber es kam alles anders. Kam halt alles anders. Erstens kommt es anders. Und zweitens, wie du denkst. Richtig. Okay, Sticks können wir nicht mehr tragen. Ich sammle hier mal ein paar Steinchen nochmal rein. Das ganze Fleisch, das wir hier hängen haben, ne, das ist alles schon vergammelt. Ja, das, ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen schade, dass man da nicht, wie so ein Lager bauen kann, weißt du, wo du da. Ja, so ein Salzlager oder so, ja, weißt du, oder? Irgendwie so. Oder ein Loch, wo es kühl bleibt oder ja, sowas. Ja, irgendwie sowas. Und sei es halt wirklich nur als Loch halt, ne? Wie so ein Erdhügel oder so, wie man. Tut. Wie, du kommst mit. Du kommst mit ja. einem Holz wieder? Ja, ich bin gerade am Steine. Ich weiß nicht, warum das hier so lange dauert. Ich bin gerade am Steine sammeln. Müssen wir wahrscheinlich nur, wenn du da jetzt, da müssen wir wahrscheinlich oben auf diesen Hügel auch noch wieder, so eine Mauer setzen, ne? Meinst du, das war eine scheiß Idee? Nö, die Idee finde ich gut. Ja, stimmt. Ne, aber wenn sie von hier jetzt kommen, sag ich mal, ne? Oder, weil die sind ja auch, Bums viel Idee dabei, wenn sie sich einfach hier von hier fallen lassen, dann stehen sie ja auch wieder im Lager, ne? Also hier oben müssen wir dann auch irgendwie so eine Mauer oder sowas bauen. Ja, vor allen Dingen Möhre, du musst gleich mal hierher kommen zu mir. Ich bin hier, ja. Ich muss dir was zeigen. Ja. Hier habe ich es auch sehr intelligent gemacht. Ja. Was hast du denn gemacht? Guck dir das mal an. Oh, der ist stark. Was soll das denn? So ein Mist. Ja, vielleicht kann er diese Schräge nicht. Ja, ich guck mal nach oben bei unserem Seps noch. Und sammle in der Zeit noch wieder 10 Steine ein. So, hier ist jetzt Schluss mit durchgehen. Was hast du jetzt da vorgesetzt? Nur ein Zaun. Ach so, wie so ein Holzzaun, oder? Ja, ein Stickfence. Ja. Ja, diese Schwachstelle, die müssen sie erstmal finden. Nee, wollte gerade sagen. Jetzt hat sich das Imperium wahrscheinlich. Ach so, du hast ja kein Star Wars geguckt, ne? Was? Natürlich kenne ich Star Wars. Okay. Das heißt, welchen Star Wars? Ja, die alten. Ja, klar kenne ich die alten Star Wars. Okay. Das hat sich das Imperium wahrscheinlich auch gedacht, beim Todesstern. Ja. Den Abgasstrang müssen sie erstmal finden. Da wirst du schon mit dem Teufel zugehen. Dieses Foto habe ich mir doch schon zigmal angeguckt. Warum muss ich es mir immer wieder angucken? Ja, das weiß ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Weil, dass ich mir nie merken kann, wo dieser scheiß Sap Collector ist, ne? Der muss doch hier irgendwo gewesen sein. Warum ist es schon wieder so brutal dunkel? Ah, da ist er, glaube ich. Zick. Ja, wir sollten doch gleich wieder schlafen gehen. Nee, der soll doch nicht. Hast du das Licht an? Ja, ja.
natürlich. Noch eine Frage, wie kommen wir, wenn du jetzt diese Mauer baust, ne? Ja. Kommen wir dann von dieser Seite noch hier rein? Nee, ne? Ist das wichtig? Ich glaube nicht. Ja, nee, glaube nicht. Aber da können wir dann so ein... Ja, wir können sie erstmal voll bauen, mhm, und dann können wir immer noch ein Tor reinsetzen. Ach so, okay. Ja, gut. Glaube ich. Ja, gucken also wir können dann ein gewisses Areal kaputt machen wieder. Ja, ja gut, das und dann, ist ja dann halt so ein Palisadentor reinbauen. Ja, das geht. Ja, das passt schon. Das soll nicht das Problem sein. So, komm. Ab in der Haie. Ab ins Bettchen. Reicht jetzt. Genau. So. Genau, jetzt hat er wieder 10 Rocks schon mal für morgen früh. Wo ist er hin? Ist er schon da? Ja. Ach, hier hinten stehst du. So, einmal speichern. Und einmal Slavi Slavi. Und einmal Z wie schlafen. Z wie sleep. So, da kann ich auch gleich... Oh ja. In dem Zuge mache ich die Milka-Schokolade auf. Mm. Also Süßigkeiten habe ich echt gar nichts. Tja. Ah, mach schon Gang. Ah, die Tage sind gezählt. Hast du was zu futtern oder hast du nichts, ne? Ah, ja, richtig. Hast du was zum drauflegen? Nö. Aber wir haben noch ein bisschen vergammelte Lurch. Ja, dann gönn dir. Oh, der war sogar noch gut hier. Komm her, hier ist noch genug. Hm. Oh, nee, haben wir kein Wasser mehr? Gibt's ja nicht. Ich nicht? Nee, wir haben kein Wasser mehr. Oh, das ist natürlich schlecht. Hm. So. Muss ich aus dem Schlauch trinken. Ja, den habe ich auch schon leer gemacht bei mir. Wir müssen hast mal. Hast du Beeren? Ja, habe ich auch. Gut. Ja, ich wollte mal irgendwie vielleicht. Also keine Bären, sondern. Beeren. Ich wollte mal kurz vielleicht. Hier war doch in der Nähe irgendwo so ein Tümpel, oder? Ah, willst du wieder Fischi. Ja, einmal das und also auf jeden Fall halt Wasser holen. Mit meinem Top. Ja, aber den musst du dann im Top lassen erstmal, das Wasser, ne? Ja, dann kann ich das auch... Wenn du es abgekocht hast, dann musst du es auch trinken. Achso, ja, das ist kein Problem. Dann lasse ich das erst im Top. Das heißt, ich glaube, du kannst es dann auch in Schlauch machen. Ja, ich könnte den ja umfüllen. Genau, Möhre. Das probieren wir nochmal. Da. Das ist eine gute Idee. Danke, schön. Ich weiß schon, warum ich den Jungen mit habe. Ja. Aber wo war jetzt der Typ? Ja, ich suche mal. Geh mal einfach auf Möhre zu. Irgendwo da ganz hinten haben wir auf jeden Fall auch schon mal ein Haus gebaut, da links. Ja, da sind wir mal angekommen irgendwann. Ja. Aber ich glaube, der Tümpel war eher hier in die Richtung. Ich weiß es echt gar nicht mehr. Ja, hätten wir mal da hinten am Anker gebaut. Da ist ein Tümpel, da ist alles. Warum gehen wir nicht dann dahin? Warum laufen wir denn? Ja, dann müssen wir ja da ganz hinlaufen. Ach so, ja, stimmt. Okay, ist ja. Warte mal. Tun wir jetzt ja auch. Ja, das ist nur. Ja, wenn wir erst einmal wissen, wo der Tümpel ist, dann. Dann wissen wir es ja. Hier ist nur. Alter, scheiße, Möri ist kein Tümpel. Stein. Ich geh zurück. Durch! Ich geh zurück. Ja, gut. Ich lasse mich hier nicht von unserem Bauziel ablenken. Jippet nicht. Dafür bin ich ja da. Ich will endlich in die Höhlen runter. Dafür muss die Mauer stehen. Die Mauer muss weg. Sie muss stehen. Ja, ich guck einfach nochmal. In der Zeit nehme ich noch ein paar Lurche mit. Ein paar Lörtsche.
Gibt's doch gar nicht. Wir haben keine Wasserquelle hier. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ey, wir waren so überrascht davon, dass wir das Meer gefunden haben, glaube ich. Und dann haben wir uns ja direkt niedergelassen. Ich bringe gleich wenigstens 10 Steine mit. Das ist gut, das ist gut. Für die chinesische Mauer. Mit was man sich alles belädt, ne? Ja, 10 Steine, 20 Hölzer, irgendwelche komischen Häute, irgendwelche komischen Tiere habe ich in der Tasche. Zwei Speere. Oh, wo kommst du denn her? Haust du ab, du? Oh, ich bin hier gleich, glaube ich, im Dorf. Habt ihr Wasser? Oh, jetzt stirbt er endlich. Du scheiß Reh. Oh, Reh. Noch so eine. Das brauchen wir doch auch, ne, für irgendwas. Was? Reh. War das nicht irgendwie hier für so eine Jacke oder so? Die wir bauen? Jacke? Ja, oder irgendwie so irgendwas, damit wir da in diese... Du hast doch schon ein schönes Jäckchen. Ja, das stimmt. Werd mal nicht gierig. Nee, ich meinte hier für so eine... Ja, es hat Rehfell macht warm. Ja, genau, ne? Richtig. Das meinte ich. Streif hier durch die Wälder. Und kriege keine Gelder. Und werde angeschrien. Von irgendwelchen Typen, die hier drin wohnen. Ich sie aber nicht sehe. Das finde ich doch echt gut. Boah, hier fegt aber auch der Wind durch den Wald. Echt, hier ist kein Wind. So, Lille. Lillalalü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 l
Ja, die hatte sogar vor mir schon vorhin Angst. Die kann ich nicht ernst nehmen. Ach, hier ist auch ein Dorf. Deswegen sind die so hier. Ein Dorf. Oh, hier. Ein Dorf. Das sind aber wirklich ein paar. Drei Stück. Ich gehe mal ein bisschen. Wo bist du denn ganz hin? Du weißt, dass ich hier hinten noch am Bauen bin, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich komme jetzt auch wieder in die Richtung. Ja, nee, das war kein Vorwurf. Nur, dass du, ich bin ja eigentlich wieder direkt am Lager. Du eingedenk bist. Ich bin ja jetzt wieder am Lager. Ich bin ja in 2 Minuten da. Dass du auf dich alleine gestellt bist. Mhm. Aber die sind nah an unserem Lager. Was? Wer? Die 4 Leute, die ich gerade hier begleite. Ja, ist begleite? Ja, die laufen da rechts und ich laufe hier links. Ach so. Hallo. Was macht er da hinten? Ah, guck mal da. Bringst du wen mit? Hast du wen zum Essen mitgebracht? Nö, die sind da irgendwo dann abgebogen, glaube ich. Ich stell jetzt mal den Topf aufs Wasser, auf die Flamme. Ah, du stellst den Topf aufs Wasser. Oh, hier ist wieder so eine Riesenspinne. Voll gut. Geil, ey. So. Jetzt kocht das Wasser. Ach, guck mal, jetzt ist die Patrouille, jetzt habe ich sie auch gesehen. Die ist aber recht entspannt. Ja, ne, die macht das. Ja, so stelle ich mir Nachbarschaft vor. Ja, genau. Komm mal mit dem Kuchen vorbei. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich Kuchen da. Hätte ich dich heute erwartet, heißt oder so. Das. Ja, ich habe es umgedichtet. Hallo. Aber ich bin GEMA. Hallo. Ja, ja, richtig, richtig. Sind da stark hinterher bei so großen Kanälen. Oh, ich darf jetzt nicht wieder anfangen. Das reicht. Ruhe. So, warte mal. Ich kann... Befreie dich von dem Gräuel. Befreie dich. Ich kann jetzt an den Top aber nur E drücken und dann daraus trinken. Ich kann nicht... Ja, kannst du, wenn du vor dem Top stehst, kannst du dann den... Ich habe den Sack in der Hand... den Sack habe ich... Ich habe meinen Sack in der Hand... Vor dem Topf. Ja, vor dem Topf. Aber ich kann nur, also den Rüssel kann ich nicht reinhalten. Ich kann nur. Könnt jetzt nur trinken. Hm. Aber ich würde ja gerne den Schlauch reinhalten, weißt du? Ja, dann musst du den Rüssel wieder wegstecken und den. Ja, ich. Ich hab den Rüssel wieder weggesteckt. Aber jetzt haben wir wenigstens hier. Jetzt haben wir heißes Wasser, wo wir eventuell... Also mit dem Sack geht's nicht, aber man kann... aber da ist... aber der Mund ist dran. Also der Mund, das Mundsymbol ist da. Der Mund geht, aber der Sack ist... Ja, mit dem Mund geht das, mit dem Sack leider nicht. Das ist ja bei vielen so. Ja, richtig. Das, ich würde vielleicht auch meinen Mund nicht unbedingt an so einen kochenden... Topf mit Wasser halten. Was? Wobei ich ja mit dem Sack aber auch nicht dran gehen würde, ne? Also. Von wie willst du es denn da umfüllen halt auch, ne? Das ist ja das. Weil, an dem Sack ist zwar dieser kleine Schlauch, aber das, wobei, so klein ist der ja auch wieder nicht. Also langsam reicht's. Nee. Ich rede doch hier nur, ich rede doch hier von diesem, hier, wie heißt das, Waterskin. Ja, ja, ist klar. Waterskin. Das war's doch. Ein Schuft, der Böses ja, dabei denkt. Ich verstehe es echt jetzt gerade auch nicht so ganz. Nee, also... Grenzgänger! Miau. Ne, rennst du auf der Mauer rum? Ja, ja. Ich bin über die Mauer bis hier in den Wald gerannt. Oh. Hallo. Rotkäppchen, bist du es? Oh, das müsste eigentlich reichen. Dann kommt da noch ein... Ja, natürlich reicht das.
Dann kommt da noch ein Zaun, eine Lage Stickfans oben drauf, ja. Und dann geht das. Ja, sollte eigentlich. Um auch dem letzten Kletteraffen klar zu machen, dass er hier nicht weitergeht. Warum finde ich denn eigentlich unseren Soap Collector immer nie? Warum bin ich eigentlich so doof und kann mir das nie merken? Vielleicht, weil wir keine Seife suchen und sammeln, sondern eigentlich Soap. Seps. Da steht Soap. Soap. Was? Wo? Bei dem das will ich sehen. Oder steht da Soap Collector? Habe ich mich jetzt vertan? Ich würde sagen, ja. Oh, Möhre, du solltest wiederkommen. Oh. Du solltest mit ins Haus kommen. Ja. Guten Tag. Oh. Mami! Ja, das ist jetzt doof, wenn wir schon ein Tor hätten. Ah, nein! Ui, gerade so ins Wasser gerettet. Ich baue hier schon mal zu, Möhre, ne? Ja gut, noch ist diese eine Mauer halt wenig effektiv, ne? Ja, klar. Da hör auf zu schreien, du blödes Viech, du. Komm noch her! Nicht einfach nur schreien und dann weglaufen. Du bist nicht im Kindergarten hier. Komm her. Hol dir Prügel ab. Wo läufst du denn hin? Und wie viele Steine einfach hier liegen, ne? Ja, die spawnen halt auch immer ratzfatz wieder neu. Ey, was willst du denn? Nee, Freundchen, nee, mit deinem Brandscheiß kannst du mal verpissen jetzt hier. Alter! Ui, zwei von euch! Ich hau dich mit deinem eigenen Scheißknüppel, ey. Ich muss hier irgendwie ins richtige Wasser. Oh, ich auch. Lauf doch, Junge! Ich kann nicht mehr rennen. Und hepp. Ja, geil. Nee, der haut auch auf die Palisade ein. Ich glaube, ich spinne.